Ja, mit den Daten sollen jetzt ganz viele kluge, kreative Leute Applikationen entwickeln, die vielleicht sogar besser sind als unsere, um ein noch besseres Reiseangebot irgendwie für die Kunden hinzukriegen, ja, damit noch mehr Leute mit unseren Zügen fahren. Gestern war eine reine Feier, dass wir das gemacht haben. Ja, wir haben angestoßen und heute ist der Fokus ein fachlicher und technischer Austausch mit den Nutzern dieser Daten. Ja. Sind die Daten gut? Sind sie verständlich? Fehlt da noch was? Müssen wir noch mehr tun? Müssen wir es vielleicht anders machen? Ja, da den direkten Austausch. Das ist auch heute nicht dann vorbei, wenn wir hier fertig sind, sondern das ist heute der Start von der Diskussion. Wir haben über die Wünsche der Community gesprochen in Richtung, wie kann es weitergehen mit der Datenfreigabe. Das war ein sehr sachlicher Austausch und ich denke, wir, mein Kollege und ich, wir nehmen einiges mit. Ja, die Notwendigkeit sehe ich darin, dass zum einen jetzt in ganz kurzer Zeit doch recht viele Anwendungen entstanden sind, die nicht aus der Bahnhand kommen, sondern irgendwelche anderen Menschen entwickelt haben, die gerne mit den Daten arbeiten. Das zeigt einfach, dass wir als bahninterne Leute eine andere Sicht auf die Dinge haben und uns nicht um alles kümmern können. Und gerade wenn es um Nischenanwendungen geht, macht es total Sinn, auf die Community und Crowdsourcing zurückzugreifen. Zum einen ist es so, seit ungefähr 4 Jahren versuchen wir die Deutsche Bahn davon zu überzeugen, dass offene Daten toll sind und man davor keine Angst haben muss. Und zum einen sehen wir sind da schon ziemlich weit gekommen jetzt. Wir haben einfach einen Kulturwandel und einen Sinneswandel im Konzern miterlebt, der uns natürlich glücklich macht. Auf der anderen Seite ist da noch viel Luft nach oben und ich habe vorhin davon gesprochen, wir haben jetzt lauter kleine Dateninselchen, aber es wäre schön, wenn wir einen ganzen Strand voller Daten hätten und dann irgendwann auch nicht zwischen den Inselchen mit dem Ruderboot fahren müssten, sondern trockenen Fußes laufen könnten.